Fieber, Schnupfen, Husten, fast jeden hat es im vergangenen Jahr erwischt und das oft mehr als einmal. Denn im Durchschnitt blieb jeder Arbeitnehmer im vergangenen Jahr im Durchschnitt 19,4 Tage krank zu Hause. Hauptursache waren laut der Techniker Krankenkasse Atemwegserkrankungen. Der hohe Krankenstand hatte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Nach einer aktuellen Studie ist Deutschland auch deshalb in die Rezession gerutscht. Inzwischen läuft sie wieder reibungslos, die Elektroteileproduktion bei Hansa Tech Solutions in Münster. Doch noch ist der Winter nicht vorbei und Teamleiterin Janine Budelmann weiß, jeden Moment könnte sie wieder losgehen, die Krankheitswelle unter den 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aktuell sind gerade wieder zwei Leute krank und den schlimmsten Fall hatten wir im November. Da war zwischen einem Drittel und der Hälfte der Belegschaft gleichzeitig krank. Dann geht das Telefon, da muss jemand rangehen. Gleichzeitig müssen Produktionsaufträge fertig werden. Das ist dann sehr, sehr stressig. So geht es vielen Firmen. Im vergangenen Jahr haben sich Arbeitnehmer in Deutschland so häufig krank gemeldet wie noch nie. Lag die Zahl der Krankmeldungen pro Jahr 2010 im Schnitt bei 9,4, waren es 2023 19,4 Tage, Höchststand. Und das hat direkte Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, so die Berechnungen des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen. Unserer Berechnung nach sind daraus 0,8% Wirtschaftsleistung verloren gegangen für das vergangene Jahr. Das entspricht knapp 30 Milliarden Euro, also reden wir hier über einen größeren wirtschaftlichen Schaden. Den Unternehmen in Deutschland fehlte wegen der vielen Krankheitstage die Arbeitskraft von insgesamt 350.000 Mitarbeitern, so die Studie. Das lasse sich für viele nicht mehr auffangen, auch nicht mit Überstunden. Bei Hansa Tech Solutions in Münster haben sich während der Krankheitswelle auch mal Büromitarbeiter an den Lötkolben gesetzt, damit der Betrieb irgendwie weiterläuft. Ann-Kathrin Beck in der Frankfurter Börse. Nochmal nachgefragt, sind die Auswirkungen des Krankenstandes, des hohen Krankenstandes tatsächlich so hoch? Ja, im vergangenen Jahr mit 19 Krankentagen auf jeden Fall. Denn wo nicht gearbeitet wird, nichts produziert oder verkauft wird, gehen Umsätze flöten. Jetzt geht der Verband, der die Studie gemacht hat, sogar so weit und stellt einen Zusammenhang zwischen dem Krankenstand und der Rezession in Deutschland her. Also, dass die deutsche Wirtschaft nicht um 0,3% geschrumpft wäre, wenn nicht so viele Menschen krank gewesen wären. Wobei das als einzige Erklärung für die Rezession ein bisschen zu wenig ist. Denn für die Rezession sind auch viele andere Faktoren verantwortlich, wie die hohen Zinsen, die allgemein schwache Nachfrage und die geopolitischen Spannungen. Der DAX hält sich tapfer, trotz Rezession und Krankentage, aktuell im Plus bei 16.949 Punkten. Und damit geht er knapp unter seinem Rekordhoch ins Wochenende. Dankeschön an Kathrin Beck. Bis Montagabend soll der GDL-Streik bei der Bahn noch andauern. Auch für Wochenendpendler wird das eine harte Geduldsprobe, denn am Samstag und Sonntag gilt ebenfalls nur der Ersatzfahrplan. Nach einem Kompromiss im Tarifkonflikt sieht es nicht aus. Gewerkschaftschef Weselski kündigte sogar neue Streiks an, sollte die Bahn nicht einlenken. Die hohen Kosten für das Streikgeld sind dabei nach GDL-Angaben kein Problem. Der Berliner Hauptbahnhof heute früh, nur wenige Züge im Fernverkehr fahren. Diese Reisenden wollen mit dem ICE in Richtung München. Eigentlich wäre ich in 2 Stunden gefahren, ganz entspannt, mit Reservierung. Und jetzt muss ich gucken, ohne Reservierung, dass ich irgendwie in den überfüllten Zug wenigstens reinkomme. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich überhaupt herfahre. Finde schon sehr, sehr unangenehm. Erstmals im laufenden Tarifkonflikt geht der Streik nun auch übers Wochenende. Belastend könnte er auf Dauer auch für die Gewerkschaft selbst werden. Die Kosten fürs Streikgeld dürften in die Millionen gehen. Doch Spekulationen, der GDL könne das Geld ausgehen, weist deren Vorsitzender deutlich zurück. Ich wünsche niemandem, vor allen Dingen nicht unseren Fahrgästen, dass irgendjemand ausloten will, wie lange wir als GDL unseren Mitgliedern Streikgelder zahlen können. Das ist nicht das Ziel. Eine Annäherung zwischen den Konfliktparteien zeichnet sich weiterhin nicht ab. Der Bundesverkehrsminister sieht vor allem die Gewerkschaft in der Verantwortung. Am Ende steht bei einem Tarifkonflikt immer ein Kompromiss. Das ist auch der Sinn von Tarifpartnern, dass man einen Ausgleich erarbeitet und nicht der eine so lange streikt, bis der andere Ja sagt. Der laufende Streik soll bis Montagabend dauern und wäre damit der längste in der Geschichte der Bahn.
Seit April schaltet der chinesische Online-Shop Temu massenhaft Anzeigen. Seitdem können Verbraucher auch in Deutschland bei Waren wie Kleidung, Elektronik bis hin zu Möbeln zuschlagen. Temu wirbt mit Niedrigpreisen und Rabattaktionen. Verbraucherschützer warnen jedoch, auf Käufer können versteckte Kosten zukommen, etwa mit Zollgebühren. Und sollten Waren EU-Bestimmungen nicht erfüllen, würden sie vom Zoll beschlagnahmt und kommen nie an. Riesige Auswahl, extrem günstige Preise. Damit lockt die Shopping-App Temu. Seit April vergangenen Jahres ist die Plattform in Deutschland auf dem Markt und das sehr erfolgreich. Nach einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Apinio haben in den vergangenen 6 Monaten 26% der Deutschen über Temu eingekauft, also mehr als jeder Vierte. In der Rangliste der Online-Plattformen hat Temu nach nicht mal einem Jahr zu langjährigen Anbietern wie Amazon, eBay und Otto aufgeschlossen. Experten trauen Temu noch mehr zu. Temu wird zugetraut, quasi der Amazon-Killer zu sein. Die PDD-Holding, also die Mutter von Temu, ist extrem profitabel und auch finanzstark. Und insofern ist das ganze Thema sicherlich nachhaltiger, als viele gerne hätten. Die ökologische Nachhaltigkeit ist allerdings umstritten. Jeden Tag erreichen etwa 200.000 Pakete Deutschland, schätzen Marktbeobachter, nach einem langen Weg aus China. Meist Billigware von zweifelhafter Qualität und kurzer Lebensdauer. In der Praxis beim Auspacken stellt sich das dann oft zwar als hübsch aussehend, aber weiter nicht wertig heraus. Und dann gibt es große Enttäuschung. Oftmals funktioniert das gar nicht. Und da gibt es also großen Ärger darüber. Zumal ja es nicht einfach ist, dann hier einen Warenumtausch oder eine Rückgabe dann hinzukriegen. Denn Temu arbeitet bislang ausschließlich mit Herstellern aus China zusammen. Mit Reklamationen müssen sich Kunden an die dortigen Produzenten wenden.